So, da wären wir wieder. Jetzt geht's um die Klasse des Artificers. Eine neue Klasse, erstmalig natürlich gut immer in Unearthed Arcana aufgetaucht. Dann hat es den Weg, glaube ich, zu Eberron gefunden, aber jetzt offiziell, richtig offiziell in einem Buch, nämlich in Tasha's Cauldron of Everything. Augenblicklich nur im Englisch verfügbar. Ich glaube, es könnte auch erstmal so bleiben, eine ganze Weile. Befürchte ich fast. Und sind wir leise? Naja, ich kann ein bisschen lauter schalten. Es redet auch im Augenblick nur einer. So. Und. Aha. Ist es denn jetzt besser? Also bei mir ist jetzt hier volle Pulle geschaltet. Also ich höre dich jetzt auf jeden Fall auch lauter. Viel besser. Na gut, also fangen wir gleich nochmal von vorne Bitte. an. Also, naja, man muss eben halt ein bisschen rumbasteln, ne? Hier auch am Ton. Ne? Das passt zum Artificer, der Bastler oder die Bastlerin. Wir wollen uns Ja. jetzt mal den Artificer anschauen, eine neue, interessante Klasse. Wir haben ja vorhin über Magie gesprochen und Artificer hat auch mit Magie zu tun. Und da fangen wir auch doch gleich mal an. Was ist denn so das wichtigste Attribut auch des Artificers? Weil auch hier muss man ja sich angucken, wie man einen Artificer vorher baut. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass die Attributswerte halt entsprechend passen oder dass man sie entsprechend so platziert, dass sie für die Klasse, die man sich vorher überlegt hat, des Artificers passend gemacht werden. Und welche ist es denn, Valentin, die hier eine wichtige Rolle spielt, wenn ich Artificer spielen möchte? Artificer ist neben dem Magier, den wir gerade eben schon angeguckt haben, die einzige weitere Klasse, die ebenfalls auf Intelligenz basiert. Also es ist jetzt nicht wie, man könnte vielleicht auch meinen, dass er dadurch, dass er so ein bisschen so ein Handicrafty-Charakter ist, dass es auf Dexterity ist, aber weil es ja dann doch wieder auch um Magie geht, in diesem Fall beim Artificer auch Intelligenz. Richtig, also Dexterity, also die Geschicklichkeit bzw. die Konstitution spielt auch hier eine wichtige Rolle, ergänzend. Konstitution haben wir ja vorhin da besprochen, dass für zauberwirkende Konzentration immer deshalb eine Rolle spielen kann, wenn es eben um die Konzentration geht. Man muss Konstitutionsrettungswürfe unter Umständen machen. Also da empfiehlt es sich neben dem Aspekt der Lebenspunkte, die man zusätzlich bekommt, dann doch einen guten Konstitutionswert zu haben. Der Artificer, noch nebenbei bemerkt, nutzt einen Achterwürfel, einen achtseitigen Würfel, um seine Trefferpunkte halt zu bestimmen. Also schon auch höher als der Magier. Ist da ein bisschen im Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, der ja nur einen sechsseitigen Würfel für die Trefferpunkte verwendet. Da ist der Artificer schon mehr so auf dem Level oder vergleichbar mit einem Warlock, also dem Hexenmeister. Ja. Auch in einem weiteren Punkt ist der Artificer, der Bastler im Vorteil, also wenn es mal so formulieren mag, gegenüber dem Magier, der ja keine Rüstungen tragen darf, beziehungsweise darf schon, aber er ist nicht geübt, muss dann mit den Nachteilen leben. Wie ist es denn beim Artificer? Also der Artificer bekommt eine oder ist geübt mit leichter, mittlerer Rüstung und mit Schilden. Das heißt, man kann ihn ähnlich wie beispielsweise einen Rogue theoretisch ausstatten und problemlos in die erste Reihe des Kampfes reinstellen. Okay, gut, weil natürlich ein Schild nehmen kann und seine Rüstungsklasse entsprechend. Ich meine, mit Medium Armor, also mit einer mittleren Rüstung und einem Schild, dann kann man schon auch bei einem guten Geschicklichkeitswert schon so in die Region 16, 17, 18 auf jeden Fall kommen. Also insofern hast du schon recht, wer jetzt der jemand, der diese Klasse spielt, nicht komplett auf verlorenem Fuße, wenn man vorne mitkämpfen möchte oder mitkämpfen muss. Genau. Und später gibt es auch die Möglichkeit sogar noch, dass man in Richtung schwere Rüstung gehen kann. Ich meine, was ja auch passieren kann, wir beide kennen es ja von einem Charakter, den du ja gebaut hast. Da hast du ja erst als Zauberer begonnen
und bist dann als Multiclass, als Artificer machst du dann weiter. Da ist aber auch ein bestimmtes Intelligenzminimum notwendig, ne, dass man dann überhaupt wechseln kann. So ohne weiteres geht es halt nicht. Ja, genau. Da Also. ist dann immer das ist zwar natürlich Spielleiter abhängig, aber in der Regel denke ich doch weit verbreitet, was die Nutzung angeht, eben mit den Voraussetzungen für bestimmte Attribute, wenn man in das Multiclass reingehen möchte. Und das wäre für den Artificer dann eben auch ein intelligenzbasierter Wert. Genau. Nun ist ja bei dem Artificer das Besondere, dass er was bastelt, also Tinkering. Also nennt es sich ja in dem Taschas, ne, das ist der Fachbegriff. Und dieses Tinkering hat aber auch noch diese Besonderheit der Magie, ne, nämlich durch dieses Magical Tinkering erschafft der Artificer einiges. Wie läuft es denn da? Was kann er denn erschaffen, schon ab der ersten Stufe? Also man kann sozusagen schon das ab der ersten Stufe voll ausleben. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Er kann immer kleine magische Objekte quasi herstellen, die dann bestimmte Effekte haben, wie zum Beispiel, dass sie ein kleines Licht haben, was sie ausstrahlen. Oder eben er kann auch nicht magische Objekte mit diesen, sage ich mal, Fähigkeiten oder Eigenschaften ausstatten, indem er dann quasi wie magische Runen drauf platziert und dadurch diese dann magische Eigenschaften bekommen. Das Interessante dieses Gegenstandes ist ja auch, dass man im Grunde genommen eine bestimmte Nachricht sogar da verstecken kann oder so sinngemäß, ne? Die dann auch, zwar jetzt nicht so weit weg, aber immerhin 10 feet, also 3 Meter weit gehört werden kann. Wenn man auf diesen Gegenstand draufschlägt, dann kommt diese Nachricht dann halt raus. Also auch sehr interessant. Ja, man kann sich das, glaube ich, ein bisschen vorstellen wie so eine kleine magische Türklingel. Wenn ich den Türknauf beispielsweise habe, wo ich dann dagegen klopfe und dann kommt auf der anderen Seite in meinem Haus dann beispielsweise eine kleine Nachricht, dass jemand an der Tür dran ist. Sowas könnte man damit unter Umständen machen. Oder als Gimmick vielleicht, kann man das ja auch beispielsweise bei Waffen anbringen. Und jedes Mal, wenn dann der Zwerg mit seinem Kriegshammer zuhaut, kommt dann irgendwie was wie Geräusche. eins auf die Nuss. Oder Ja, genau. so eine Kleinigkeiten könnte man dann beispielsweise dort einbauen. Ja, also bringt auch ein bisschen Farbe, ein bisschen Flavor halt in das Spiel rein. Ja. Leider ist es ja so, oder was heißt leider? Im Grunde genommen, diese Fähigkeit, die der Artificer auf diesen Gegenstand rauf projiziert, die hält erstmal ewig, ne? Also, Genau. aber. Wie viele Gegenstände kann ich denn maximal mit solchen Gimmicks versehen? Kann ich das auch endlos machen? Nein, also das ist, es gibt dann ein Maximum, und die ist abhängig von meinem Intelligenzmodifier. Das heißt, je nachdem, wie hoch mein Intelligenzwert ist, je höher der ist, desto mehr Gegenstände kann ich quasi mit magischen Eigenschaften versehen. Und sollte ich über dieses Maximum hinausgehen, also ich kann auch mehr machen, hat dann allerdings zur Folge, dass der älteste Effekt quasi erlischt. Ja, genau. So, und auch ab der ersten Stufe, also diese kleinen Spielereien, sagen wir es jetzt mal so, auch ab der ersten Stufe kann der Artificer Zaubersprüche wirken, casten. Und das ist ja eigentlich auch sehr interessant und sehr spannend, aber man muss sich das so vorstellen, dass es nicht so ist wie bei dem Magier, den wir vorhin vorgestellt haben, oder wie bei einem Priester, weil der Priester hätte ein heiliges Symbol in der Regel, sondern durch welches Tool oder wie macht denn der Artificer seine Magie? Wie wirkt er denn das? Wie sieht denn das aus, wenn er Magie wirkt? Und womit, mit welchen Gegenständen muss er das machen oder kann er das machen? Also wir hatten ja vorhin schon mal die Arcane Fokusse angesprochen.
Und für den Artificer am Anfang gibt es da erstmal zwei zur Auswahl. Das sind einmal die Diebeswerkzeuge und einmal dann noch das Handwerkstool-Kit, sage ich jetzt mal, oder das Ja. Tinkerers-Kit. Und beim Artificer ist das vom Flavor so geschrieben oder konzipiert, dass er quasi nicht Magie direkt wirkt in der Regel, sondern dass er sich quasi kleine Gimmicks baut, die dann den magischen Effekt hervorrufen. Also die Ein nettes Zauber werden dann praktisch Beispiel, durch die, wenn die kann. beispielsweise das. Ich wollte nur sagen, die werden wahrscheinlich kanalisiert dann die Magie, ne? So, ne? So, die Magie Ja, so ein. kanalisiert. Genau, so in etwa. Also, wenn er würde jetzt beispielsweise für den Spell Cure Wounds nicht seine Hand über die offene Wunde legen und dann die Magie wirken, durch die sich dann die Wunde schließt, sondern er hat dann beispielsweise eine kleine mechanische Spinne gebastelt, wo dann quasi dieser Spell dadurch gewirkt wird und die fängt dann an, diese Wunde zusammenzunähen, so Ist ja ungefähr. so wie bei Star Wars dann, ne? Wie wenn der Roboter dann Luke Skywalker irgendwie repariert. So ein bisschen Science Fiction hat es dann Ja, schon, ja. genau. Und hat denn der Artificer so wie die anderen Zauber wirkenden auch diese Cantrips, diese Zaubertricks schon? Ja, also der Artificer bekommt am Anfang zwei Cantrips von der Artificer Spellist und bekommt dann mit höherem Level auch weitere hinzu. Und er bekommt auch Spells mit normalem Rang. Man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht wie beim Magier, es skaliert nicht wie beim Magier. Also der Fortschritt, was der Artificer an magischen Spellslots bekommt, beispielsweise, oder auch an Zaubersprüchen, die er wirken kann, wie man das jetzt gestaltet vom Flavor her, ob das eben mit kleinen Trinkets ist oder dass er die tatsächlich wirkt, das ist nicht in dem gleichen Ausmaß wie beim Magier. Also er wird am Ende auf jeden Fall wesentlich weniger Zauber zur Verfügung haben und auch nicht so starke. Na gut, aber das ist ja so beim Artificer, dass man muss erstmal sagen, er hat auch eine eigene Spellliste, ne? Also Zauberspruchliste, eigentlich so wie jede Klasse. Also auch der Hexenmeister hat ja eine eigene, der Genau. Klerik hat eine eigene und so weiter und so fort. Das gleiche gilt auch für den Artificer. Diese findet ihr dann in dem neuen Buch halt von Taschas, Taschas Cordon of Everything, kann man die Zauberliste sehen. Aber warum er natürlich auch weniger Zaubersprüche hat und auch langsamer, wie du gerade gesagt hast, aufsteigt oder sich entwickelt in seinen Zaubern, hat auch damit zu tun, ähnlich auch wie beim Hexenmeister, der ja auch nicht so viele hat, dafür aber diese schauerlichen Anrufungen, hat ja der Artificer etwas ganz Besonderes, was sozusagen eine Ergänzung dazu bringt zu seinen Zaubersprüchen, die hat nämlich diese Infusions. Genau. Und ab wann hat er denn die Infusions und was verbirgt sich hinter diesen Infusions eigentlich? Also die Infusions bekommt er ab dem zweiten Level. Man kann sich das so vorstellen, dass quasi aufbauend auf der Fähigkeit, die er schon ab dem ersten Level hat, wo er eben Gegenstände mit magischen Eigenschaften versehen kann, dass das jetzt noch wesentlich stärker wird. Also da gibt es dann eine ganze Liste mit Infusions, mit die dann quasi auf einen Gegenstand gewirkt werden können, wodurch dessen Eigenschaften, sag ich mal, grundlegend verbessert und verändert werden. Also es bezieht sich auf einen Gegenstand im Grunde. Diese Infusion ist nicht so, dass ich in was in mich hinein oder in eine andere Kreatur hinein in, ja, infuse sozusagen, sondern einen Gegenstand mit dieser Magie ja, umgebe, ja, oder über sie sozusagen halt wirke. Genau, Sie das ist so ein bekommt bisschen das dann einen magischen Touch quasi. dann, richtig? Wie bitte? Sie wird dann quasi magisch, also einen nicht magischen Ja. Gegenstand wandle ich in einen magischen um. Genau. Man kann sich das ein bisschen, das ist dann quasi, dass man eine Art Runenmuster in die Rüstung beispielsweise eingraviert, wodurch die dann unter Umständen eben besondere magische Eigenschaften bekommt.
Gut, zu den Infusions kommen wir dann nochmal etwas ausführlicher. Jetzt vielleicht nochmal zurück. Wir wissen ja bei Magier zum einen, aber auch bei den anderen zauberwirkenden Klassen gibt es ja Unterschiede, wie man die Zauber vorbereitet und wie ich Zauber wirke. Wie ist es denn, also der Artificer hat ja nun im Grunde genommen seine Zauberliste. Und wie bereitet er sich denn halt darauf vor, Zauber zu wirken? Er liest ja nicht in einem Buch, er hat ja kein Zauberbuch, ne? Sondern er hat die einfach irgendwie so, oder wie ist das? Also beim Zauberer ist es so, dass er quasi die Spells weiß, aber er muss sie trotzdem dann eben vorbereiten. Und das ist so ein bisschen wie, dass er eine Art, ich sag jetzt mal, dadurch, dass das ja so geflavored ist, dass er quasi immer kleine Trinkets hat, er muss halt eine gewisse Auswahl an kleinen Gegenständen da mit sich führen, um dann seine Magie wirken zu können. Er kann jetzt auch nicht seine ganze Werkstatt quasi mit sich rumschleppen. Nee. Genau. Und Aber was auch noch. er muss jetzt nicht in einem Buch nachlesen, sich nicht Nein. so vorbereiten, und er muss jetzt auch nicht zu einer, gut, ist ja auch keine Gottheit, ne? Er muss jetzt auch nicht irgendwo meditieren und so, sondern im Grunde genommen, er entscheidet, ah, heute möchte ich die und die Zauber können. Es sind jetzt auch nicht so endlos Ja. viele, und dann hat er sie einfach mal vorbereitet und geht dann los quasi, ne? Genau. Und kann dann sicherlich auch diese Zauber, die er vorbereitet, verändern, wie die anderen zauberwirkenden Klassen, wenn eine Pause eingelegt wird, also eine lange Rast zum Beispiel eingelegt wird, ne? Genau. Weil das ist ja dann immer das, sage ich mal, es wird dann so beschrieben, dass er, während er sich dann eine neue Liste für die vorbereiteten Zauber überlegt, dass er dann quasi die Modifikationen an seinen Trinkets abändert, damit die dann eben andere Sachen machen können. Statt dass die Spinne beispielsweise heilen kann, kann sie dann nach der nächsten langen Rast Flammen um sich schießen. Gut, und auch hier ist es aber nicht so endlos, was ich an Zaubern vorbereiten kann. Also bei Magier ist es ja auch nicht. Er kann nur eine bestimmte Anzahl von Zaubern vorbereiten. Und deshalb ist es auch beim Artificer ja wichtig, eine hohe Intelligenz zu haben, weil die Anzahl der Zauber, die ich ja als Artificer vorbereiten kann, sind auch in Abhängigkeit zum einen von meiner Intelligenz und von was noch. Wie berechnet sich das Und denn? der Hälfte des Artificer-Levels. Genau, okay. Das heißt, wenn ich jetzt eine 4, also ein plus 4 als Intelligenzmodifikator habe und bin, sag mal, drittes Level, rounded down, also wird leider abgerundet, dann hätte ich jetzt 5 Sprüche, die ich vorbereiten kann. Genau. Okay. Gut, und ja, logischerweise ist auch das Attribut, mit dem ich Zauber wirke, dann Intelligenz. Das heißt, wie auch bei allen anderen zauberwirkenden Klassen, ist sozusagen die Intelligenz der Modifikator, den ich raufzähle, wenn ich einen Angriffszauber mache, ne? Plus natürlich meinen Übungsbonus plus die 8 als Basis. Genauso verhält es sich dann halt bei den Rettungswürfen. Also die Systematik, die Mechanik ist die gleiche. Genau, da ändert sich jetzt nichts. Das ist So. ja eine, sag ich mal, grundlegende Mechanik, wie Magie gewirkt oder funktioniert in Dungeons & Dragons 5. Edition. Ja, nun haben wir ja gesehen, dass auch der Artificer, wie auch zum Beispiel andere Klassen wie Warlock und ähnliches, ja nun nicht endlos viele Zauberplätze haben. Ich meine, auch beim Magier, auch wenn er mehr hat im Verhältnis dazu, dafür ist er wahrscheinlich öfter mit seinen Zaubern im Einsatz. Man hat ja nicht endlos viele Zauberplätze. Man muss da also sozusagen das Ressourcenmanagement gut gestalten. Und um das effektiv zu gestalten, hat man ja auch zum Teil Möglichkeiten, aber bei Magier gesehen, Zauber als Ritual zu wirken, sie entsprechend so vorzubereiten und dann als Ritual zu wirken. Kann denn der Artificer das auch? Ja, der Artificer bekommt auch direkt eingangs die Möglichkeit, von der Klasse her Rituale zu wirken. Muss das, wenn er das machen möchte, nicht erst irgendwie über einen Feed aufnehmen. Na gut, das heißt, das wäre auch noch eine Option, halt im Grunde genommen clever
in puncto auf Ressourcenmanagement oder je nachdem, wie die Umstände so sind. Manchmal erlauben es die Umstände ja nicht, dass ich so viel Zeit habe, ein Ritual halt zu wirken. Es dauert ja halt eine ganze Weile. Aber wäre eine Option. Genau. So. Dann, wir haben ja gesagt, Infusion ist ein wichtiges Element. Ist, ich denke mal, auch eines der Elemente, die besonders diesen Flavor für den Artificer halt bringen. Lass uns doch mal ein bisschen genauer angucken, welche Infusions es da so gibt, was man da regeltechnisch berücksichtigen kann oder berücksichtigen muss. Wie läuft denn das? Wie viele Infusions kann ich denn machen? Kann ich denn sagen, ah, gut, jetzt habe ich hier in meinem Rucksack ganz viele schöne Gegenstände, mit denen ich erbasteln und zaubern kann und jetzt wird infused bis zum geht nicht mehr? Oder gibt es da auch Limits, Grenzen? Also das ist auch wieder etwas beschränkt, weil es wäre ja zu schön, wenn er quasi einfach sagt, ja heute, wenn man, selbst wenn das nur eine pro Tag wäre, dass er die dann einfach ansammelt. Aber das funktioniert leider auch nicht. Also er kann eben die magischen Gegenstände herstellen, teilweise auch komplett, dass er quasi ähnliche Gegenstände oder Gegenstände herstellt, die einem bereits existierenden magischen Gegenstand gleichkommen, beispielsweise dem Bag of Holding. Etwa, da kann er auch ein Item in der Art herstellen. Aber nur eine Ich begrenzte gucke. Anzahl, ne? Also, so wie ich das gesehen habe, also wir kommen auch gleich zu den verschiedenen Arten von Infusion. Da kann der Artificer, wenn er sozusagen mit den die Fähigkeiten hat, Gegenstände zu infusen, sagen wir es immer so, ja, ab der zweiten Stufe hat er das her, weil kennt er, da kann er sich vier verschiedene Formen der Infusion aussuchen am Anfang. Die gucken wir uns gleich näher an, was für Infusion-Formen es da so gibt. Aber er kann am Anfang nicht alle, also vier Infusion, die man kennt, heißt nicht, dass man vier Gegenstände infusion kann, sondern man kann nur zwei, jedenfalls innerhalb einer, zwischen zwei langen Rasten, ne? Genau. Also die Anzahl der Items, die er infusen kann, die steigert sich mit dem Level. Von 2 bis bei Level 20 sind es 6 Stück. Das ist dann in der quasi in der Level-Tabelle herauszulesen, wie viel er dort aktiv haben kann. Und er Sind kann zwei, ja, auch am Anfang, ne? die Infusions nur quasi einmal benutzen. Das heißt, wenn er sie die gleiche Infusion auf einem anderen Gegenstand wirkt, dann erwischt der Effekt auf dem vorherigen Gegenstand. Genau, das heißt, man kann es auch nicht endlos machen, man muss im Grunde genommen da auch haushalten und gut überlegen, ne? Ja. Ja, also daher ist es ja auch irgendwo logisch, dass man mehr Infusions kennt, als dass man Gegenstände infusion kann, weil man eben nur jede Infusion einmal einsetzen kann pro Objekt. Nee, falsch, jede Infusion kann nur einmal eingesetzt werden. Das heißt, wenn man die gleiche Infusion gerne nochmal verwenden möchte, muss die alte wieder aufgelöst werden quasi. Wie geht denn das? Kann ich Ja. denn das irgendwie, wie löse ich das auf? Kann ich das überhaupt? Man kann das prinzipiell einfach aufheben, wenn man das jetzt nicht gerade dadurch macht, dass man die einfach auf einen anderen Gegenstand ansetzt. Und versteht, wie lange dauert es? Also eine Möglichkeit ist, dass es verschwindet, wenn man quasi Automatisch. das Wissen um die Infusion verliert, weil man sie austauscht. Wenn man sagt, naja, ich brauche jetzt eher was anderes. Und wenn ich auf ein Und neues, wenn ich die gleiche Infusion auf ein neues mache, dann verschwindet die automatisch auf der ältesten, ne? genau. Ja. Gut, dann lass uns doch mal gucken, welche Infusion es da so gibt, ne? So, schauen wir mal, welche Infusion kann man denn alles so machen? Infusion in Item.
Da sind sie. Und zwar, gut, es ist natürlich so, muss man von Anfang an sagen, dass man nicht jede Infusion einfach so schon ab der zweiten Stufe machen kann, sondern manchmal auch höhere Stufen notwendig sind. Also das ist dann auch ausführlich erklärt im Tashas Corner of Everything. Aber wir können uns ja eine mal aussuchen, die nicht so ein hohes Level irgendwie erforderlich macht. Also zum Beispiel Armor of Magical Strength steht hier, ist die erste, die schon ab ja, von Anfang an kann. Also eine Rüstung, die eine magische Stärke halt hat. Und hier steht, dass man im Grunde genommen es dann schafft, eine Rüstung zu schaffen, die sechs Ladungen hat. Und diese sechs Ladungen können wie folgt verwendet werden. Zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn man einen Strength Check oder Saving Throw macht, dann kann man eine Ladung verbrauchen und einen Bonus zu seinem Wurf hinzufügen, der gleichzusetzen ist mit seinem Intelligenzmodifikator. Oder ansonsten, wenn man quasi noch, umgeworfen wird, kann man ebenfalls eine Ladung verbrauchen, um diesen Effekt quasi zu negieren. Also wenn mich Als der Wolf Reaktion beispielsweise quasi. anfällt und umstoßen möchte, kann ich das da dagegen halten. Genau, das ist als Reaktion quasi. Und das Coole daran, das Interessante ist, ich habe diese sechs Ladungen, sechs Charges jetzt nicht einmalig, sondern diese Rüstung kann zur Dämmerung dann immer eins, also ein sechster Würfel muss man dann würfeln und kann der zurückgewinnen die Ladung, die man verwendet hat. Genau. Kann so ein bisschen, dass sich die Batterien wieder in der, während der Dämmerungszeit Ja. rechargen. So, dann können wir, was sicherlich auch sehr interessant wäre, etwas, was dann öfter bestimmt eingesetzt werden würde, wenn man einen Artificer in der Gruppe hat, ist Enhanced Arcane Focus oder auch Enhanced Weapon. Also im Grunde genommen, dass man entweder einen magischen, nicht einen magischen, einen Stab nimmt und dass dieser Stab dann einen Bonus zusätzlich bekommt auf die Angriffswürfe. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wenn, ja, und der steigert sich sogar, je nachdem, wenn man eine höhere Stufe hat. Und wie ist es zum Beispiel, wenn ich eine Waffe nehmen würde? Was passiert dann? Wenn ich eine normale Waffe habe, kann ich ja auch mit Enhanced Weapon die auch irgendwie stärker gestalten. Zum Beispiel als. Genau, es würde dann quasi die gleichkommen mit der mit dem Longsword plus 1 zum Beispiel, dass man eben ein plus 1 auf den Attack Roll bekommt und auch ein plus 1 auf den Damage. Und Und ab 10. Level würde diese Infusion dann quasi auch ein plus 2 werden. es zählt natürlich dann als magische Waffe. Ne? Ist ja bei einigen Genau, Kreaturen also. auch wichtig, die ja nur durch magische Waffen zu treffen sind oder Resistenzen gegen nicht magische Waffen, hat man durch mit dieser Waffe, die durch den Artificer verstärkt worden ist, dann nicht mehr dieses Problem. Genau. Sehr schöne Möglichkeit, um früh im Spiel schon mal die plus eins, das plus eins magische Langschwert zum Beispiel zu bekommen. Genau. So eine ähnliche Infusion ist dann halt auch für Defense möglich. Also Enhanced Defense heißt, dass man dann halt seine Rüstungsklasse verstärkt. Also so ähnlich, nur halt auf einer Rüstung bezogen statt auf einer Waffe. Dann haben wir hier noch, was auch interessant ist, The Mind Sharpener. Da braucht man auch ein Rüstungsteil, ne, oder irgendeine Kleidung. Und dieser Gegenstand hat vier Ladungen und der trägt dazu bei, wenn man einen Konstitutionsrettungswurf nicht schafft, zum Beispiel jetzt wieder bei Zaubersprüchen, ne? Wir kamen ja darauf, dass Konstitutionsrettungswürfe bei Konzentration wichtig sind, also die Zauber, die eine Konzentration bedingen, dann kann derjenige, der diese Rüstung trägt oder diese Robe trägt, die jetzt so infused ist, seine Reaktion verwenden und eine Charge, eine Ladung verwenden, um zu sagen, ich habe den Rettungswurf geschafft. Genau.
Also gibt eine gewisse Schutz- oder Immunität gegen Fehler, gegen Fehlwürfe bei Konstitutionsrettungswürfen. Ja. So. Wäre von Vorteil für den Caster eventuell in der Klasse, wenn es jetzt nicht nur der Artificer ist. So, was haben wir noch? Was können wir noch erwähnen? So, das sind jetzt die, die man von Anfang an kann. Repeating Shot zum Beispiel. Was verbirgt sich dahinter? Also, dass man einen Schuss wiederholen kann. Das ist dann quasi ähnlich wie das Infuse oder Magical Sword oder Weapon, nur halt für Fernkampfwaffen. Auch wieder ein Plus 1 auf den Attack Roll und den Damage. Und dann außerdem ist. Da muss man, glaube ich, die muss man nicht die, also man muss die Pfeile Ja. zum Beispiel, die verliert man dann quasi nicht dann, ne? Genau, die werden automatisch reproduziert. Und ist dann quasi ein Stück magischer Munition. So, was dann auch noch spannend sein kann, aber das muss man sich dann en Detail angucken, ist, dass der Artificer die Möglichkeit hat, einen magischen Gegenstand zu replicate, also im Grunde genommen zu duplizieren, nachzubauen. Und da gibt es ausführliche Tabellen im Buch, wie das möglich ist, welches möglich ist und so weiter und so fort. Und auch ab welcher Stufe. Also man kann sozusagen nur in Abhängigkeit der Erfahrungsstufe bestimmte Gegenstände erschaffen. Genau, und da ist dann auch hinterlegt, ob diese Gegenstände beispielsweise Attunement brauchen oder eben nicht. So, Nur was auch. beispielsweise die Kopie für den Bag of Holding braucht wie der normale Gegenstand auch kein Attunement. Was auch witzig ist, also bei zum Beispiel Wurfgegenständen, Wurfpfeile denke ich jetzt da, oder auch ein Dolch, den man werfen kann. Es gibt dann noch diese Infusion Returning Weapon, also dass die Waffe zurückkommt, hat auch den +1-Faktor auf die Angriffswürfe, also wird dann zu einer magischen Waffe, +1 auf Angriff und auf Schaden und sie kommt wieder zurück in die Hand des Angreifers, des Werfers. Ja, das sind so diese Infusion, die man ab der zweiten Stufe, also wenn man überhaupt die Infusion machen kann, dann nutzen kann. Die anderen, die jetzt so ab höhere Stufe sind, weiß nicht, wollen wir vielleicht überspringen oder gibt es eine, die wir noch besonders erwähnen wollen? Sonst würde ich Das sagen, sind gucken wir dann, uns ich dann, glaube, erstmal nicht. ja. Also, was vielleicht ganz cool ist, beispielsweise noch, ist die Resistant Armor ab Stufe 6, Stimmt. wo man dann für einen gewählten Damage-Type Resistant bekommt. Und zwar wäre das dann eben für die ganzen elementaren Schäden, also Acid, Cold, Fire, Force, Lightning, Necrotic, Poison, Physic, Radiant oder Thunder Damage. Richtig, das könnte ganz interessant sein. So, und dann gibt es ja noch den Homunculus Servant. Ja, dann kann man also schon ab der zweiten Stufe, dafür braucht man eine Art, ein Edelstein oder irgendein Kristall, der auch einen gewissen Wert hat, nämlich 100 Gold Pieces, 100 Gold Münzen steht hier. Und dann schafft man eine Art, ja, Diener aus diesem Gegenstand. Und ja, dieser Edelstein ist dann so wie das Herz dieser Kreatur, ja. Und man selber, also beziehungsweise der Artificer kann, der Spielercharakter kann sich dann aussuchen, wie dieser Homunculus aussehen soll und hat so bestimmte Werte, zum Beispiel sind im Buch bestimmte Werte, also Statistiken angegeben. Und was geht noch einher mit diesem Homunculus? Wie ist der im Verhältnis zu zum Caster, also zum Artificer? Was sucht denn gerade? Naja, dann kann ich ja weitermachen. Also er ist auf jeden Ja. Fall sehr freundlich gesinnt, wie ein Familiar eigentlich, wenn man an den Feind Familiar, Ja. also Vertrauten, Spruch denkt, so ähnlich ist es, würde ich jetzt mal sagen. Hat auch die Ja. gleiche Initiative und ist aber, bewegt sich natürlich selber, hat eine eigene Bewegungsrate und auch die Reaktionen, wenn es dann welche gibt, sind dann auch eigen.
ja, so in dem, in der Art und Weise. Genau. Er verhält sich, soweit ich weiß, im Kampf so, dass solange man ihm keinen Befehl gibt, ich glaube, das ist an die Bonus-Action gekoppelt, würde er in seiner Runde immer die Dodge-Action benutzen. Dann gibt es ähnlich wie bei normalen Kreaturen eben auch eine kleine Auswahl an Fähigkeiten, die er machen kann. Und die könnte man dann als Befehl rufen, dann würde er eben stattdessen beispielsweise einen Angriff machen. Ja. Und es ist empfehlenswert für einen Artificer, der halt einen Homunculus sich erschafft, dann den Zauberspruch Mending oder auf Deutsch ausbessern zu haben, weil durch diesen Spruch kann der Homunculus dann 2 bis 12, also 2 Sechserwürfel an Trefferpunkten zurückbekommen. Weil wenn Genau. der Homunculus einmal stirbt, ist er leider, er oder sie leider weg. Dann bleibt das Herz, also der Edelstein hat zurück und ja, man müsste sich dann einen neuen erschaffen. Ne? Aber dem kann man vorbeugen durch Ausbessern auf die Spellliste, auf die Liste nehmen. Genau. So, jetzt haben wir so ein paar Infusions dargestellt. Jetzt ist es ja auch so, dass ähnlich, also analog von der Systematik, wir haben vorhin bei Magier die verschiedenen Schulen vorgestellt, wo man sich dann spezialisieren kann. Und auch bei allen anderen Klassen gibt es immer so Spezialisierungen, meistens die Domäne und so weiter. Und hier gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, sich als Artificer zu spezialisieren. Wenn ich es richtig überblicke, gibt es so Genau. vier große, das vier verschiedene, Vier. vier, ne? Welche sind es denn? Ja. Das wäre einmal der Alchemist, dann der Armorer, der Artillerist und der Battlesmith. Genau. So, und im Grunde genommen sagt eigentlich schon das Wort selber, so die Art und Weise, in welche Richtung es geht beim Alchemisten, dann eben halt mehr so in diese Richtung von mystischen Effekten von Alchemie, ja, auch so ein bisschen Leben geben zum Teil dann, ne? So. Und Ja, da geht es dann halt, zieht sehr darauf ab, eben dass statt kleiner Trinkets zu bauen, dass man eben Potions oder anderweitig Tränke etc., Gase irgendwie zusammenmischt, die dann eben die entsprechenden Effekte hervorrufen. Und beim Artificer ist es so, dass immer dann in Bezug auf die Spezialisierung eher einen erweiterten Zugriff auf eine für die Spezialisierung spezifische Spellist bekommt. genau, also das ist so ähnlich, also von der Spielmechanik her identisch, will ich jetzt mal sagen, wie beim Ja. Kleriker, der die Domänen hat. Und in den Domänen bekommt er, oder hat er auch noch bestimmte Zauber, die er bekommt. Und die gelten als automatisch vorbereitet. Also muss man nicht abziehen von der Anzahl der Zaubersprüche, die man am Tage vorbereitet. Die gelten als immer vorbereitet. So, und davon bekommt der Alchemist zum Beispiel hier, also der Artificer als Alchemist, in der dritten, fünften, neunten und so weiter, bekommt er jeweils dann zwei Zaubersprüche quasi. Ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen extra. Genau. Und dann noch so ein paar weitere Fähigkeiten, jetzt beim Alchemisten zu bleiben, wie ein Experimental Elixier. Also da haben wir es wieder, Elixiere, Potions, also Tränke, geht in diese Richtung, die er dann kreieren kann. Also könnte auch sehr wirkungsvoll in einer Gruppe sein. Also hier sieht man zum Beispiel, Ja. kann man auswürfeln oder kann der Spielleiter vielleicht auch einfach so entscheiden, dass der Trank, den der dann macht, der Artificer zum Beispiel heilen kann oder irgendwelche anderen Dinge halt erschafft, Transformation oder gibt eine Möglichkeit zu fliegen. Also ist schon sehr viel Kreativität möglich und auch zusätzliche Flavor im Spiel, finde ich. Ja, also ich glaube, das ist das, was den Artificer besonders ausmacht, dass er sehr vielseitig eingesetzt werden kann. Also ich meine, ja, er spezialisiert sich ja mit seinen verschiedenen Spezialisierungen, in welche Richtung er gehen möchte, aber diese vier Spezialisierungen ermöglichen es ihm, quasi nahezu jede Rolle irgendwie auszufüllen, die eventuell in der Party noch fehlen würde. Das dann mit sehr kreativen
Arten und Weisen, dies dann umzusetzen. Genau. Und der Armorer, sozusagen der, ja, ist eine Art Waffenschmied, würde ich mal sagen, wobei mehr in Richtung Rüstungen, ne? Der, wenn wir jetzt bei der Spezialisierung mal auf die etwas genauer schauen, ja, der hat dann natürlich auch irgendwie Sprüche, die was mit Rüstung und Kampf zu tun haben, sehe ich hier gerade, zum Beispiel Magic Missile, also magisches Geschoss oder Spiegelbild später. Aber er kann sich dann eben, er kann, das ist ja interessant, also weil wir auch gerade bei Zauberkundigen ja gesagt haben, ja, Rüstung ist so ein Thema, ne? Also eher keine Rüstung tragen oder nur wenig Rüstung tragen. Der Armorer bekommt dann schon ab der dritten Stufe die, ist geübt in schwerer Rüstung. Also er könnte dann auch schwere Rüstung tragen, ohne dass es, also dass er einen Nachteil hat dann, ne? Ja, also den Armorer kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist so die Tony Stark-Variante, Genau. Iron Man-Variante von Richtig. Dungeons and Dragons. Würde ich auch so sehen. Genau. Genau. Beim Armorer ist ganz cool, dass er zwei Modelle bekommt. Also er hat quasi seinen Rüstungssatz, sein Suit of Armor, den er kreiert. Und die kann zwei verschiedene Varianten haben. Das ist einmal der Guardian und einmal der Infiltrator. Richtig. Und je nachdem, in welche Richtung er das quasi spezifiziert, dann dieses Suit, bekommt die unterschiedliche Eigenschaften. Da ist wichtig zu sagen, das ist nicht fix. Also er kann diese Spezifikation ändern und dann eben anpassen und dann zwischen Guardian und dem Infiltrator hin und her wechseln. Genau, nach einer, sogar nach einer Short Rest sehe ich hier. Genau. Ja. Ja, also gut, man muss seinen Toolsatz, seinen Smith-Tool, also seinen Schmied-Satz dabei haben. Aber gut, das hat man dann sowieso vom Prinzip, wenn man sich in diese Spezialisierung begibt. Und du hast ja gerade Tony Stark erwähnt, also ich lese hier, man hat dann Thunder Gauntlets, also Donnerhandschuhe. Ja, also sieht schon sehr nach Iron Man aus. Ja, der Lightning Launcher ist auch ein bisschen wie der Reaktorstrahl quasi, der dann aus der Brust rauskommt. Genau. So, extra Attack hat er später dann auch. Also so alles, was rund um Kampf sich dreht in erster Linie. Also da sehe ich auch diesen Artificer, wenn man in diese Richtung geht, schon auch an vorderster Front. Ja, auf jeden Fall. So, der Artillerist ist so, gibt so ein bisschen dem Ganzen einen Wild-West-Style, glaube ich, ne? Wild West und der Kanonier Genau. quasi aus dem Sortiment. Richtig. Er bekommt dann quasi die Fähigkeit, seine Spells nochmal zu fokussieren und quasi wie kleine Geschütze zu bekommen. Er hat die Fähigkeit, dann eine sogenannte Eldritch Cannon zu basteln. Und die kann unterschiedliche Formen annehmen. Ja. Entweder die eines Flammenwerfers, Genau. einer Force Ballista oder ein Protektor. Der Protektor ist quasi wie so ein Schutzschild oder ein Energieschild, die eben eine gewisse Anzahl von temporären Hitpoints gibt. Die Force Ballista ist quasi ein Projektil einfach verschossen Ja. und der Flammenwerfer ist ein Flammenwerfer. Genau, also ich meine, die beiden, die wir gerade jetzt, also jetzt Artillerist und auch Armorer, ist schon sehr kampflastig, das kann man schon ganz klar Ja. sagen. Wogegen der erste Alchemie doch mehr eben ja fast schon Richtung Heilung so geht oder ähnliches, also ein bisschen eher zurückhaltender ist. Und dann der Ja, mehr der letzte, Supporter. genau, der letzte, letzte Spezialisierung, Battlesmith, hört sich auch so sehr nach Kampf an. Ja, das ist quasi die, wie sagt man? Aber es ist dann so mehr so Nahkampf, beziehungsweise ich sehe hier, man hat die Möglichkeit, als man ist Battle Ready, dann hat man Übungen mit Martial Weapons und dann kann man natürlich auch hier als Steel Defender agieren, ist auch noch eine Fähigkeit. Das heißt,
dass man kreiert einen Gegenstand dann, ne? Eine Ja, Art das Companion, Dirichfelder ist dann quasi wieder Firmunkelis, genau. nur in besser. Ja, kämpferischer als, ne? Halt stärker, hält mehr aus, genau. Ansonsten ist er so der, der eben auch mit in vorderster Linie irgendwie mit dabei ist, aber teilweise eben auch für den Support da ist. Also beispielsweise, das ist so ein bisschen wie der Medic bei der Armee, oder für den Einsatz dann, der nicht nur im Lager da ist, sondern der dann guckt, dass die Verwundeten quasi wieder in die eigenen Reihen zurückgebracht wird und behandelt wird. Er kriegt ja dann später auch beispielsweise zwar auf 17. Stufe erst, aber da Mass Cure Wounds oder auf 9. Stufe wäre schon mal dabei, dann auch Aura of Vitality. Genau. Und der Steel Defender ist dann quasi so sein Tank, der dafür sorgt, dass er seinen Job machen kann. Genau. Ja, also da ist schon einiges möglich hier mit dem Artificer, eine spannende Klasse mit vielen, vielen Variationsmöglichkeiten, wie man halt sieht. Ja. Nämlich, man muss halt, also ist nicht eindimensional, das Artificer ist dann halt nicht gleich Artificer. Und ja, ich sehe dann, was gibt es dann noch zu berücksichtigen, was man noch erzählen kann. Also generell haben wir gesagt, Artificer Specialist ab der dritten Stufe, die haben wir jetzt gerade erläutert, welche vier verschiedene es halt dann so gibt. Und im Laufe der Zeit, wenn der Artificer aufsteigt, kriegt er gut natürlich die Attributswerterhöhung, wie jede andere Klasse ja auch, wenn er es möchte. Und dann hat er Ja. ähnlich wie der Schurke zum Beispiel, hat er ja auch die Möglichkeit, seinen Übungsbonus auf ein Skill, eine Fertigkeit zu verdoppeln. Das bekommt er später auch. Genau. Was Ja. beim Artificer vielleicht noch zu bemerken ist, ist, dass gerade dann später mit der Spezialisierung, dass er dann immer mehr Übungen oder Gewohnheitsboni bekommt für unterschiedliche Tools. Also der Artificer wird wahrscheinlich in der Party derjenige sein, der mit am meisten Gegenständen irgendwie geübt ist. Und das Coole ist, dass er die dann auch immer in Abhängigkeit eben von seiner Spezialisierung als Arcane Focus benutzen kann. Aber der Artificer ist auch in der Lage, Arcane Foci zu kreieren. Ja. Also er kann später beispielsweise auch, er könnte auch ein Buch zu einem Arcane Focus machen oder einfach einen Stab, während es davor dann eben zwar noch sein Handwerkszeug war, kann er quasi diese Eigenschaften auch auf einen anderen Gegenstand nicht direkt übertragen, aber ihn in die Lage versetzen, als solcher zu agieren. Das könnte interessant sein, wenn es jemand in der Gruppe hat, also er selbst, aber jemand in der Gruppe gibt, der eben keinen Fokus, also noch keinen Fokus hat, ne? Genau, also dieses sehr beliebte, zwar häufig als Power-Bild gespielte, der Krieger, der dann noch in den Magier rein multiclasst, er dann eventuell kein Arcane Focus hat, der könnte auf die Art und Weise beispielsweise einen bekommen. Ja, wenn ein Artificer in der Nähe ist, sozusagen. Ja. Gut, ja, also das denke ich, ist so ein erster Einblick in den Artificer, so wie er sich so aufbaut, was man da an verschiedenen Variationen hat. Also, wie ich schon sagte, sehr reich an Möglichkeiten, bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten und auch insbesondere noch ganz andere Flavor im Rollenspiel in der Gruppe selbst. Genau. Also, vor allem, ich finde es halt sehr schön zu sehen, dass es ist halt ein anderer Ansatz daran, wie die Magie beispielsweise gewirkt wird. Und bietet einfach dadurch dann nochmal
gerade im Rollenspiel auch, wenn dann eben die kleinen Gerätschaften hervorgezogen werden, die dann die einzelnen Effekte eventuell irgendwie hervorrufen, lädt halt dazu ein, weil das ja nichts Alltägliches ist. Also ich meine, die Art und Weise, wie Kleriker, Paladine, Magier, Zauberer Magie wirken, ist ja doch eher nicht alltäglich, aber konventioneller. Und der Artificer ist in der Hinsicht ja dann doch etwas speziell. Und das lädt auf jeden Fall dann dazu ein, da auch schöne Sektionen für Roleplay zu gestalten. Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Artificer erstmal fürs Erste soweit beschrieben. Und würde sagen, wir machen eine kleine Pause, bevor wir dann nochmal uns den letzte Klasse für heute anschauen, nämlich den Paladin. Genau, sehr gerne. Okay, bis gleich so um 18 Uhr dann. Ja, alles klar.